La charge est très importante, hein. En temps normal, dans une semaine normale, nous faisons 45-50 crémations ici à Sion. Et là, depuis le début de la deuxième vague, nous arrivons à peu près à 100 crémations par semaine. Todesfallzahlen in der ersten Welle und zweiten Welle sind sehr ähnlich eigentlich. Ein großer Unterschied ist, die erste Welle hat im Kanton Tessin angefangen und dort zu einer massiven Übersterblichkeit geführt. Und gleich ist zwischen erster und zweiter Welle, dass die französischsprachige Schweiz stärker betroffen ist.